Yeah, rock and roll! Rock Ukulele, da gab es ja schon das ein oder andere Video dazu. Ich habe ein bisschen den Überblick verloren, wie viele es waren. Aber hey! Und ich will gar nicht lang schnacken. Ihr habt eine E-Ukulele um den Bauch gebunden. Und los geht's. Heute möchte ich mit euch das Thema Dead Notes beackern. Ist ganz schlicht, dead heißt tot. Und tot heißt, aus den Saiten kommt nichts Sinnvolles raus. Ist ganz einfach gelöst auf der Ukulele. Pfoten ganz locker auf die Saiten und dann nix. Jetzt machen wir das doch einfach mal mit einem F-Dur-Akkord. Also ihr greift das F-Dur. Und jetzt löst ihr den Griff und legt alle Finger auf die Saiten ganz locker, sodass nichts mehr rauskommt. Also schlagen und tschakka. Schlagen, tschakka. Klingen lassen und zwei Chucks. Die meisten Fehler, die da am Anfang gemacht werden, ist erstens der Glaube, man müsse irgendwie drücken. Das passiert gerne mal, dass man mit viel zu viel Kraft die Finger auf die Saiten legt. Das klänge dann so. Das wollen wir nicht haben. Schön locker lassen. Anderes Problem ist, dass ihr euch ein bisschen zu geschmeidig macht. Das heißt, dass eine offene Saite nicht ordentlich festgehalten wird und trotzdem klingelt. Auch das wollen wir nicht haben. Probieren wir einfach mal, sobald ihr das mit dem Dämpfen so ein klein wenig raus habt, können wir ja down, down klingen lassen und dann tschakka, tschakka hinterher spielen. Oh, one, two, three, four. Und so weiter und so fort. F-Dur ist tatsächlich verhältnismäßig einfach, C-Dur ist schon ein bisschen knifflig und ich persönlich benutze den Trick, dass ich das C-Dur nicht wie sonst üblich mit Mittel- oder Ringfinger greife, sondern mit dem Zeigefinger, dann habe ich meine vier restlichen Fingerchen, drei restlichen Finger frei, um damit zu dämpfen. Richtig knifflig wird's bei G-Dur. Denn da müssen wir irgendwie mit einem kleinen Finger rüber an die G-Seite. Probier das einfach mal. Irgendwann hat man den Bogen raus, dann geht das. Wie mit allen Dingen, kaum kann man's, ist ganz einfach. 2, 3, 4. So, jetzt haben wir drei Akkorde, können wir gleich was Hübsches draus basteln. Einmal das Ganze mit G. Einmal mit F. Und dann zweimal mit C. Jetzt habe ich vorhin gesagt, ich greife mit dem Zeigefinger. Ich verstehe mich manchmal selber nicht. Würde sagen, ein bisschen Verzerrung. Und a one, two, three, four. Ich würde sagen, wir machen das mal ein bisschen fixer und bauen aber auch unseren zweiten Takt mit dem 2x10 ein bisschen um, sodass wir den Schrack so ein bisschen verschieben. Ich spiele es euch mal vor.
Also der C-Takt wäre kling, kling, tschakka, 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 kling, tschakka, tschakka. Okay? Kommt, wir sind nicht zum Spaß hier. Bisschen mehr Verzerrung und los geht das. One, two, three, four. Wenn ihr das raus habt, habt ihr schon einen ziemlich großen Brocken geschluckt. Ich würde mit euch jetzt gern noch zwei Stückchen beackern, zwei Riffs, die ihr vielleicht beide schon mal gehört habt, in denen wir das verwenden. Das erste ist ein bisschen angelehnt an die Ramones, Hey Ho, Let's Go oder Blitzkrieg Bob, wie der Song heißt. Was wir machen ist, dass wir das Hey Ho, Let's Go mitspielen klingt. Und das dazwischen mit Schracker auffüllen. Nehmen wir, weil wir es einfach haben wollen, das F-Dur. Dann hätten wir. Also, hey, chaka, ho, chaka, chaka, let's go, chaka. Alright, vielleicht habt ihr es gemerkt, ich habe das bisher alles als Downstrum, Upstrum gespielt. Immer runter, rauf, runter, rauf. Ist auch cooler so. Klingt geiler irgendwie, ich weiß nicht wieso. Aber im ersten Rock-Tutorial hatte ich ja gesagt, eigentlich spielt man alles als Down. Wenn ich jetzt zwei Spezialtakte da hinten dranhänge, hätte ich die gerne so. In Takt C alles Downstrums und der erste ein bisschen laut. Dann das F-Dur. Und das C, das dann kommt, vorgezogen. Langsam. Ist ein bisschen knifflig, wenn man das miteinander verbindet, weil man nämlich zwischendurch den Flow der Schlaghand ein bisschen ändern muss. Ja, aber wie bei allen Dingen gibt es da einen Trick. Üben. Two, three, four. Ich würde sagen, ein bisschen Verzerrung und ein bisschen Fixer. One, two, three, four. One, two, three, four. Spricht eigentlich auch überhaupt nichts dagegen, dass ihr alles als Downstrum spielt, aber mir ist das zu viel Arbeit. Wir machen heute noch ein anderes Riff. Ein sehr, sehr prominentes Riff, wo wir das unbedingt brauchen, wo das richtig Teil des Songs ist, dieses Schracker, Schracker. Auch hier spielen wir offene Akkorde. Ich verrate euch erstmal nicht, was ist. Ihr kommt von selber drauf. Wir brauchen einmal das A-Dur. Und weil wir im Rock sind, schieben wir jetzt den ganzen Griff fünf Bunde nach oben auf den fünften Bund. Barré, fünfter Bund, Ringfinger, siebter, Mittelfinger, sechster. Ist jetzt ein D-Dur.
Dann nehmen wir den ganzen Griff, schieben ihn noch zwei Bünde zurück auf den dritten Bund. Das wäre jetzt C-Dur, wenn ich mich nicht täusche. Und jetzt rutschen wir wieder in den fünften Bund. Kleiner Finger auf den achten Bund der A-Seite. Das müsste eigentlich F-Dur sein, wenn ich mich nicht täusche. Also wir haben A-Dur. Dann D-Dur. C-Dur. Und F-Dur. Wahrscheinlich habt ihr es schon erkannt. Wenn nicht, ich spiel's mal. Wir haben zwei Downstrums und dann einen Chaka und dann nochmal zwei Downstrums und einen Chaka. Der Witz ist aber, dass das so ein bisschen versetzt ist. Es sind jetzt nicht zwei gleiche Downs klingend. Es ist nicht, sondern es ist. Wir haben so ein 16-Feeling an dieser Sache. Ich mach's mal ganz langsam. Okay, so, mit allen Akkorden super langsam gespielt. One, two, three, four. Wenn ihr das jetzt mit Verzerrung spielt, werdet ihr sehr schnell merken, es ist super wichtig, die Dead Notes wirklich auch dead hinzukriegen. Dass nicht noch irgendwo was wubbert, weil es entsteht super schnell Schlamm und Matsch, so klanglicher, den wir nicht gerne haben wollen. Hatte ich in einem anderen Video schon gesagt, die Verzerrung macht leise Geräusche sehr laut. One, two, three, four. Ihr dürft das übrigens so ein bisschen variiert, ein bisschen ungenau spielen. Jetzt nicht rhythmisch ungenau, sondern mal ein bisschen mehr klingen lassen, mal ein bisschen weniger klingen lassen. Wichtig ist nur, dass klar ist, wo was klingen soll und wo die Dead Notes sind. One, two, three, four. Yay! Wenn ihr jetzt denkt, boah, es ist schwierig, diese geschlossenen Akkorde so schnell zu verschieben, ja, das ist nicht einfach. Gibt's aber einen Trick. Und wenn ihr diesen Trick, der übrigens nicht üben ist, wenn ihr den wissen wollt, dann wäre es eine schlaue Sache von euch, den Kanal zu abonnieren. Denn eines der nächsten Videos, das ich mache, geht zum Thema Power Chords. Keine Ahnung, was das ist? Dieses Video liken, weiterempfehlen und ganz brav warten, bis das nächste Video raus ist. Wenn ihr Fragen, Grüße, Wünsche, Anregungen habt, dann haut mir das runter in die Kommentare. Und wenn nicht, ist auch gut. Tschüss! Eigentlich klingt das doch bestimmt geiler, wenn ich das hier mit dem... Hätte ich eigentlich gleich machen sollen. Naja. Irgendwas ist immer.